Es ist der 2. Januar 2025, das heißt, die Transfersperre ist endlich weg und wir können so richtig auf dem Transfermarkt zuschlagen. Unser Transferbudget liegt bei knapp 60 Millionen Euro, also let's go, lass uns diesen Kader endlich verbessern. Ja, da ist es. Transferbudget 57,985 Millionen Euro. Dazu noch ein saftiges Gehaltsbudget. Ja, es kann heute richtig wild werden. Der Kader sieht weiterhin so aus, wie er aussieht. Es gibt einige Spieler, denen Verträge auslaufen am Ende der Saison. Kainz, Solde, Ut, Meiner, Dietz, Kilian, Köbbing, Nickisch sind die Jungs, die uns wahrscheinlich dann verlassen werden, den Verträge ich nicht verlängern werde. Auch zum Beispiel Florian Kainz. Ja, der wird dann am Ende der Saison ablösefrei wechseln. Vielleicht kriegen wir es sogar noch hin, den jetzt direkt zu verkaufen. Wäre ich absolut nicht abgeneigt. Und wir haben einige Transferziele, die ich zum einen selbst gesammelt habe und zum anderen auch von euch bekommen habe, denn ihr habt einige in die Kommentare geschrieben und ich würde sagen, da schauen wir jetzt mal rein. Also schauen wir uns zunächst mal die Community-Vorschläge an und das sind die hier. Das sind die ihr mir in den Kommentaren genannt habt. Sorry, wenn ich da jemanden übersehen habe oder einen Kommentar übersehen habe. Es sind einige spannende Spieler mit dabei, vor allem, also wen ich sehr, sehr spannend finde, ist Tom Rothe. Den haben wir nämlich zum einen bei uns in der Dortmund-Serie. Der spielt da eine sehr, sehr große Rolle. 20 Jahre jung, sehr viel Potenzial, ein sehr guter Flankenwert. Er hat bisher 3 Spiele gemacht für Borussia Dortmund, eine Durchschnittswertung von 6,4. Also wirklich nicht extrem gut. Wir fragen mal ganz kurz nach, wie es denn aussieht, ob er denn Interesse hätte, zu uns zu wechseln. Er hätte Interesse. Also Borussia Dortmund möchte gar nicht so wirklich viel Geld haben. 140.000 bis 6,2 Millionen. Ich möchte mich vor allem darauf konzentrieren, deutsche Spieler zu holen, weil ich das irgendwie fühle. Ich möchte junge, talentierte deutsche Spieler holen und ich glaube, Tom Rothe passt da sehr, sehr, sehr gut rein. Und wir machen direkt mal ein Angebot. Den finde ich nämlich richtig gut. Das wird unser erster Transfer sein. Da bin ich mir schon mal ziemlich sicher, dass das eine gute Idee sein könnte, weil auf links haben wir halt Paccarada. Finkgräfe, der hier im FM leider nicht so wirklich gut ist, also leider nicht so gut wie in der Realität. Da können wir uns überlegen, ob wir Finkgräfe vielleicht sogar verleihen wollen und ich glaube, das machen wir auch tatsächlich. Ich werde den versuchen, in die zweite Liga zu schicken, dass er da ein bisschen Spielzeit sammelt und dann können wir uns eben mit dem Tom Rothe auf der Position richtig gut verbessern. Ich nehme mal das raus und dann schauen wir mal, was der BVB haben möchte und das ist auf jeden Fall in Ordnung, ne? Also das ist sowas von okay. Wenn wir halt einen Spieler von der Qualität eines Tom Rothe bekommen, für diesen geringen Preis, ich glaube, dann kannst du einfach nicht Nein sagen. Ich versuche noch mal ein bisschen zu handeln. 1,7 Millionen Euro direkt. Das macht noch nicht mal einen großen Unterschied, was unser Transferbudget angeht. Richtig geiler Deal. Das nehmen wir direkt einfach mal so mit. Voll gut. Keine 3 Minuten sind wir hier drin im Video und wir haben sofort den ersten Transfer schon fast abgeschlossen. So schnell kann es gehen. Außerdem mit auf der Liste ist Jamie Bynoe-Gittens gewesen und da war ich etwas überrascht, dass der nur bei 7,4 Millionen bis 13 Millionen liegt beim BVB. Der scheint dann nicht so wirklich die Spielzeit zu bekommen, die er vielleicht verdient hätte. Ich habe schon mal einen Scout hingeschickt, das heißt, wir schauen uns den mal ein wenig an und gucken, ob er bei uns reinpassen würde. Wenn wir Florian Kainz verlieren, dann würde Bynoe-Gittens auf der linken Seite natürlich extrem gut reinpassen. Ist ein schneller Spieler, ist ein antrittsstarker Spieler, gutes Dribbling, gute Technik, also jemand, der uns da auf jeden Fall weiterbringen würde. Vor allem auf den Flügeln möchte ich gerne, also ich möchte bei dieser Taktik bleiben im Großen und Ganzen. Ich finde das ganz cool, dass wir hier im Zentrum oder generell in dieser Taktik einige Spieler haben, die eine gute Einsatzfreude haben. Das heißt, wir sind eklig und das möchte ich auch gerne bleiben. Und ich glaube auch, dass der Tom Rothe zum Beispiel ganz gut reinpasst. Ob Bynoe-Gittens auch dieses Profil hat, ist zu bezweifeln. Aggressivität 6 oder 4 bis 12. Aber wenn man mannschaftlich so geschlossen agiert und so einsatzfreudig unterwegs ist, dann kann man sich den einen oder anderen Spieler leisten, der dann vielleicht ein bisschen zurücksteckt und dann hat man da halt so einen Freigeist mit dabei. Fände ich gar nicht mal so schlimm. Für den Sturm wurde mit reingeschrieben Thomas Tschwanchara. Finde ich auch spannend. Spielt nicht wirklich eine große Rolle beim Borussia Mönchengladbach. Hat 2 Tore geschossen in 8 Einsätzen. Deswegen habe ich auch da mal ein Scouting geschickt. Und auch der ist halt wirklich nicht teuer, ne? Also Davy Selke hat mir gerade gesagt, dass er wahrscheinlich nach seinem Vertrag, der 2026 abläuft, wechseln wird, ablösefrei. Er wird zumindest seine Optionen sondieren. Gucken wir mal, was das bedeutet. Thomas Tschwanchara ist tschechischer Nationalspieler. Ich würde sagen, ich schicke auch da direkt einfach mal ein Angebot raus oder wir gucken zumindest mal, was Gladbach haben möchte. Wenn wir uns irgendwie auf sowas einigen könnten, wäre das krass. Ich schau mal, wie weit wir die runterhandeln können. Das ist nicht schlecht. Ne? Also insgesamt 7 Millionen Euro für einen Thomas Tschwanchara. Wir schließen es ja erstmal ab. Wir werden mit den Spielern in die Verhandlung gehen, parallel zum Scouting und gucken dann, wie gesagt, mal, ob wir die holen wollen oder nicht. Auch Juan Gauto wurde mir in die Kommentare geschrieben. Auch den finde ich interessant. Da warten wir mal auf den Scout-Bericht ab. Wir haben Max Mörstedt mit dabei. Einer der besten, jung talentierten Spieler, die es in Deutschland so gibt. Auch den gucken wir uns an. Matija Popovic spielt bei Teleoptik. Semun hat so noch nicht ganz das Niveau, das wir brauchen. Das Ding ist halt, in diesem Transferfenster suchen wir im Grunde auf jeder Position einen Spieler. Also mir fällt jetzt aktuell keine Position ein, auf der wir richtig gut besetzt sind. Also lass uns mal andersrum anfangen. Also ich habe unsere Taktik jetzt erstmal mit den Spielern
aufgefüllt, die ich da zumindest in dieser Saison auf einer Stammposition sehe. Da haben wir natürlich vor allem Urbich. Die Innenverteidigung mit Chabot und Hübers ist ebenfalls ganz gut. Da brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt dringend Verstärkung, aber zum Beispiel auch ein Timo Hübers ist jetzt nicht der Beste mit Ball. Ne? Also Ballannahme 10 ist halt nicht so wirklich krass. Nervenstärke 12, so wirklich pressingresistent ist er halt auch nicht. Chabot ist da der etwas bessere Innenverteidiger, aber auch der hat keine so wirklich gute Nervenstärke. Ich denke, das ist eine Position, auf der wir nicht sehr dringend Spieler brauchen, aber wenn wir jemanden bekommen würden, dann würden wir ihn auch nehmen. Einen Sechser brauchen wir, da haben wir nämlich nicht wirklich jemanden. Martel hat das gespielt oder Kilian hat das gespielt, aber Kilian ist halt eben auch nur so eine Behelfslösung gewesen, auch der ist eigentlich Innenverteidiger, auch eher so Typ Holzfuß. Wir haben Christensen auf der Acht, der sich auch bisher ganz gut entwickelt hat, junger dänischer Spieler, U21 Nationalspieler Dänemarks, den möchte ich da ganz gerne weiterhin entwickeln. Das heißt, die offensiven Achterpositionen haben wir mit ihm und mit Martel, der auf jeden Fall da bleiben wird, mit dem wir auch schon verlängert haben. Da sind wir auf jeden Fall safe. Das heißt, wir brauchen, ja, habe ich eben schon gesagt, safe einen Sechser. Da habe ich vor allem einen im Blick und das ist Angelo Stiller. Ich habe versucht, Stach zu bekommen. Das Problem ist, Stach möchte nicht, weil wir in der Bundesliga aktuell nicht so wirklich gut dastehen. Wir sind halt leider nur 13., weil wir das letzte Spiel der Hinrunde gegen Hoffenheim mit 2-3 verloren haben. Zwei Tore von Bebu, die relativ spät gefallen sind, was ein bisschen ärgerlich war oder was sehr ärgerlich war. Deswegen hat Stach dann gesagt, nee, ihr steht in der Bundesliga nicht so wirklich gut da. Ich habe auch andere Optionen, die vielleicht ein bisschen spannender sind und möchte deswegen nicht zu euch wechseln. Das wäre meine Traumlösung gewesen für die Sechserposition. So wird es dann eventuell Angelo Stiller werden, wenn der dann kommen möchte. Gucken wir mal, ob das was wird. Auch der ist halt 23 Jahre jung, finde ich, zusammen mit Erik Martel halt ein richtig geiles Duo. Ne? Hat seine Fähigkeiten aber auch eher im Spiel mit dem Ball als im Spiel gegen den Ball. Ich habe halt auch Bock. Also ich meine, ich möchte jetzt nicht mit genau der gleichen Taktik spielen oder mit genau der gleichen Mannschaft wie im Dortmund-Safe. Aber Atakan Karasor würde halt auch perfekt reinpassen. Ne? Der würde so gut. Und wer ist interessiert? Borussia Dortmund. Natürlich, klar. Ist ja logisch. Also Karasor würde halt auch richtig gut reinpassen. Auch den würde ich da sehen wir uns auf der 6. Ich schicke nebenbei noch mal einen Scout los für einen richtig guten Sechser. Gucken wir mal, wen wir da noch finden. Wen wir außerdem noch mit auf der Liste haben, ist Yannick Keitel. 1,86 Meter groß, spielt lieber selbst ab, um als selbst zu schießen. Auch physisch ganz okay, Kraft 12. Also ich würde mir da, also meine Traumlösung wäre jemand, der Physis hat, der da so ein Fels in der Brandung ist. Maloney fällt mir da zum Beispiel ein. Den finde ich in Heidenheim in der Realität immer ziemlich gut. Er passt eigentlich auch sehr, sehr, sehr gut auf das, was wir hier machen. Das ist halt ein Holzfuß, ne? Also aber Teamwork 18, Mut 16, Einsatzfreude 19, Aggressivität 16, das ist halt ziemlich geil. Grätsch bei zwei Kämpfen, das ist halt genau das, was ich gerade beschrieben habe, ne? 90 Kilo schwer, 1,88 groß, wäre halt relativ wild. Kostet mit 7 bis 10 Millionen aber relativ viel. Wenn wir schon mal bei Heidenheim sind, dann habe ich mir ebenfalls Jan-Niklas Beste mit aufgeschrieben. Beste ist halt auch nicht wirklich günstig, aber ich merke gerade, wie ich absolut genau die gleiche Mannschaft bauen will, wie im Köln-Safe, ne? Aber Beste auf der linken Seite würde ich halt auch komplett fühlen. Wir hätten Rote als linker Verteidiger, Beste einen davor, wäre halt perfekt. Also das würde ich sofort nehmen. Ich glaube, für Beste schicke ich auch direkt mal ein Angebot raus. Fenster spannend, ob er kommen möchte. 10 Millionen Euro nehmen sie direkt an. Schauen wir mal. Wer ebenfalls auf der Transferliste ist, ist Can Usun für 4,8 Millionen. Ich glaube, da können wir dann auch nicht dran vorbeigehen. Den werden wir uns auf jeden Fall mitnehmen. Also der hat eine Ausstiegsklausel von 4,8 Millionen Euro. Ich gehe mal ganz kurz einen Tag voran, dann können wir ein paar Vertragsverhandlungen führen, wenn wir schon mal dabei sind. Tom Rothe ist sich unsicher bezüglich der Verhandlungen. Okay, lass uns dennoch mal gucken, ob er nicht vielleicht doch kommen würde. Ich biete ihm direkt mal den Stammspielerposten an. Gucken wir mal. Wir verhandeln mal einen Vertrag. Der möchte auch gar nicht so wirklich viel verdienen. Das Problem ist, der möchte zwei relativ nervige Ausstiegsklauseln mit drin haben. 16,25 Millionen für Vereine im Internationalen oder in der Champions League. Das heißt, den könnten wir relativ schnell los sein. Wäre natürlich nicht schlecht, wenn wir einen Spieler für 3 Millionen holen und einen Spieler für 16 gehen lassen. So rein finanziell könnte man das wohl schon machen. Ja, dann nehme ich hier das mal raus und dann können wir ihm gerne die Millionen bezahlen. Möchte dann ein bisschen mehr haben. Machen wir es mal so. 1,37 Millionen Euro für Tom Rothe. Okay, er möchte jetzt die Dinge nochmal überdenken, bevor er dann eine Entscheidung verkündet. Wir haben den jetzt noch gar nicht zu Ende gescoutet, aber ich kenne den Jungen. Ich weiß, dass er gut ist. Der hat letztes Jahr auch zweite Liga gespielt. Hat das echt gut gemacht. Da in der Realität und auch hier im FM hat er das ganz okay gemacht. Joan Schara möchte deutlich mehr verdienen als ein Tom Rothe. 2,3 bis 3,19 Millionen Euro. Auch da werden wir mal den Vertrag verhandeln. Gucken wir mal, was er da gerne hätte. Okay, Joan Schara haben wir auf 2,28 Millionen Euro runterhandeln können. Ja, also den werden wir zu Ende scouten, bevor wir da eine Entscheidung treffen, logischerweise. Und dann gucken wir uns nochmal Jan-Niklas Beste an. Auch der möchte irgendwas um die 2 Millionen Euro haben. Wir werden jetzt auf jeden Fall mehr Geld bezahlen für Gehälter, als wir es vorher getan haben, weil wir unseren Kader dann doch ein ganzes Stück upgraden werden. Ausstiegsklausel bei Abstieg 6,75 Millionen
Millionen Euro, aber ich gehe einfach mal davon aus, dass wir nicht absteigen werden. 2,1 Millionen, okay. Nimmt er sogar direkt an. Das ist, auch das ist okay, ne? Und Can Uzun ist interessiert an Verhandlungen, möchte gerne Talent vor Durchbruch sein. Da würde ich sagen, dass wir Uzun dann direkt, wenn er gekommen ist, in die zweite Liga verleihen, um sich halt nochmal ein bisschen zu entwickeln. Wir können vielleicht sogar, meinetwegen können wir das sogar so machen, dass wir denen eine Rückleihe anbieten. Ach, das können wir gar nicht mehr. Wir sind hier in den Vertragsverhandlungen. Das hätte ich eben machen müssen. Okay, die Verhandlungen haben wir schon mal geführt. Aber wir haben halt 60 Millionen Euro, ne? Und ich möchte mir eigentlich ganz gerne einen Spieler holen. Also ich möchte gerne einen Banger holen, einen richtigen Banger. Gucken wir mal, ob wir da jetzt noch jemanden finden. Nebenbei möchte ein saudi-arabischer Verein eventuell Julian Chabot holen. Die wollen 17 Millionen Euro bezahlen. Also ich sag mal so, wenn da jemand aus Saudi-Arabien kommt und 30 Millionen für Chabot bezahlt, bin ich nicht abgeneigt, ihn zu verkaufen. Fänd ich nicht so schlecht. So, Jan-Niklas Beste wäre der erste Spieler, der kommen möchte. Ich werde das aber erstmal verschieben, um zu schauen, wen wir sonst noch so bekommen würden. Aber ich glaube, Beste ist fast ein No-Brainer eigentlich, oder? Ich glaube, den musste fast mitnehmen. Also 10 Millionen Euro ist dann dazu noch einigermaßen okay. Ich weiß, dass wir beim BVB mehr bezahlt haben als das. Spielt jetzt hier keine wirklich krasse Saison, aber da würde auch ganz gut auf unsere linke Position passen. Da kann er auch Linksverteidiger spielen, kann auch im Zentrum, kann auch rechts und so. Ja, das wäre schon gar nicht so schlecht. Mental ist er halt nicht so krass, aber auch Aggressivität, Einsatzfreude passt sehr, sehr, sehr gut in das, was wir hier eh schon machen. Ja, währenddessen haben wir jetzt ein kleines Testspiel. Das werde ich aber einfach mal den Co-Trainer machen lassen. Ich lasse einfach mal irgendeine Mannschaft spielen. Ja, schauen wir mal, wie das gelaufen ist. Das Testspiel gewinnen wir entspannt mit 1:0 durch ein Eigentor. Okay, super. Das hat ja richtig Spaß gemacht. Währenddessen scouten unsere Scouts noch fleißig. Wir suchen zum Beispiel auch noch... Achso, warte mal, hier rechts hinten Carstensen. Den können wir da natürlich spielen lassen. Ja, den habe ich jetzt vorhin nicht aufgestellt in meine Elf. Aber auch der ist natürlich jetzt nicht unbedingt ein Spieler, der krasses Bundesliga-Format hat. Vor allem technisch fehlt ihm da ja wirklich noch einiges. Ich werde mich auch noch ein bisschen beim HSV umgucken, auch wenn das vielleicht einige von euch nicht unbedingt freuen wird. Aber hey, beim HSV läuft auch der ein oder andere Spieler rum, der auf jeden Fall was drauf hat. Zum Beispiel er hier, Miro Muheim, ne? Kostet auch nur 4,1 bis 7,6 Millionen Euro. Ist im FM leider nicht so gut, wie ich erwartet hätte. Na, vielleicht wird's dann doch nicht Miro Muheim. Wen ich mir aber auf jeden Fall angucke, ist er hier, Ludovic Reis. Ja, der ist krass teuer, ne? Boah. 12,5 Millionen ist schon heftig. Ich kann's verstehen. Der Junge ist halt eine Maschine. Und wer ebenfalls spannend ist, ist Bakariata. 15 Antritt, 17 Schnelligkeit. Den gucken wir uns nochmal genauer an. 26-jähriger Gambier. Finde ich interessant. Andras Nemeth, hat der sich entwickelt? Wissen wir noch nicht. Scheinbar nicht so wirklich gut. Na gut, dann lassen wir den HSV mal hinter uns. Eventuell dann doch Ludovic Reis. Wen ich ebenfalls auf der Liste habe, ist Martin Baturina. Aber der ist dann halt richtig, richtig, richtig teuer. Der kostet 29 bis 42 Millionen Euro. Ich meine, ich möchte nächstes Jahr möchte ich gerne europäisch spielen, bin ich ehrlich. Beziehungsweise nächstes Jahr möchte ich mich für einen europäischen Wettbewerb qualifizieren. Und da brauchen wir dann halt auch ein paar Jungs, die internationales Format haben. Und Martin Baturina hat eben genau das, ne? Also der ist halt eine richtige Maschine. Kann sowohl zentral spielen als auch rechts. Der würde dann wahrscheinlich auf der Mesala-Position spielen und Christensen erstmal verdrängen. Oder halt auf dem Flügel oder was auch immer. Der kann halt wirklich alles machen in der Offensive. Insofern wäre das vielleicht ein cooler Spieler. Und wer ebenfalls, das wäre auch eine ganz witzige Storyline. Dennis Hussein Basic steht auf der Leihliste. Und der würde nur, selbst wenn wir ihn fest verpflichten wollen würden, würde dann nur 150.000 bis 1,5 Millionen Euro kosten. Einerseits, muss ich sagen, bin ich noch ein bisschen genervt davon, dass Hussein Basic letztes Jahr so einen riesen Aufriss gemacht hat, als er dann unbedingt zu Manchester United wechseln wollte. Andererseits kann ich das verstehen. Wenn United anklopft, dann willst du da hin. Er wurde da relativ schnell desillusioniert, wurde zu Huddersfield ausgeliehen, hat da so ein bisschen gespielt, wieder zurückgekommen, direkt mal als Notnagel eingestuft worden vom United-Trainer, West-Trainer Unai Emery. Und ich meine, wir hätten Plus gemacht, ne? Die haben 3,1 Millionen bezahlt. Wir können mal gucken. Ja, das wäre ja mal so geil, ne? Das wäre ja mal so geil. Wir holen den einfach. Wobei, nee, das ist dumm. Das ist dumm. Das machen wir nicht. Da ist der Gehaltsanteil viel zu hoch. Dann machen wir lieber direkt ein Angebot. Aber ich glaube, Hussein Basic zu holen, fände ich einfach zu witzig, um es nicht zu machen. Wir nehmen die Beteiligung am Weiterverkauf natürlich raus. Bieten denen mal, ja, sowas an. Die wollen 1,4 Millionen Euro. Wollen sie direkt. Finde ich komplett in Ordnung. Dennis Hussein Basic, herzlich willkommen zurück, würde ich mal sagen. Der möchte jetzt auch nur noch Ergänzungsspieler sein. Der wurde richtig gebrochen von United. Wir müssen den Jungen wieder aufbauen. Also ich bin ja jemand, ich gebe den Menschen gerne eine zweite Chance und dann machen wir das auch gerne in dem Fall hier. Ach, der Arme. Der tut mir ja schon ein bisschen leid, jetzt ehrlich gesagt. Was möchte er haben? 1,5 Millionen Euro. Das ist nicht mal so viel. Komm, wir handeln ihn nochmal ein bisschen runter und dann kriegt er am Ende irgendwie 1,24 Millionen und ist wieder da. Ich weiß gar nicht, was er verdient hat, als er uns verlassen hat. Aber der Deal ist einfach zu cool, um ihn nicht zu machen. Wir haben während der Transfersperre, oder wir haben einfach Plus gemacht mit dem Spieler.
wieder. Während der Transfersperre verkauft, nach der Transfersperre wiedergeholt. Für 1,5 Millionen Euro weniger, als wir ihn verkauft haben. Fühle ich komplett. Okay, Tom Rothe bestätigt den Wechsel. Das wäre damit unser erster Deal. Und den machen wir, glaube ich, auf jeden Fall. Also egal, was passiert, Tom Rothe muss kommen, weil der uns einfach direkt weiterhilft. Außerdem Cvancara, auch der bestätigt. Da werden wir nochmal verschieben. Schauen wir uns den nochmal genauer an. Tom Rothe ist jetzt aber erstmal da. Und wenn man ihn sich anguckt, dann sieht man auch, warum ich den unbedingt holen wollte. Der ist in ganz, ganz, ganz vielen Bereichen seines Spiels richtig gut. Hat eben auch die Einsatzfreude, hat auch ein bisschen Teamwork und so. Schlägt früh Flanken mit einem Flankenwert von 16. Ist das einfach richtig. Richtig geil. Also ist direkt auch mal 9,6 bis 14 Millionen Euro wert. Für ihn ist das ein richtiger Schritt. Beim BVB hat er nicht gespielt, der hat richtig viel Potenzial. Der hat eine ganz gute Persönlichkeit mit Unbeschwert. Der braucht die Spielzeit, die bekommt er jetzt hier. Wird dann hier links auch als Flügelverteidiger spielen. Also diese Rolle ist einfach wie gemacht für Tom Rothe. Und ja, ich weiß gar nicht, wo ist Tom Rothe geboren? Kommt er vielleicht sogar aus Köln? Aus Rendsburg, also nicht ganz. Naja, deutscher U21-Nationalspieler passt perfekt ins Beuteschema. Den werden wir sofort registrieren. Welche Rücknummer bekommt Tom? Das wird jetzt wahrscheinlich wieder für Augenkrebs sorgen bei euch. Ich gebe ihm mal die 20, fühle ich. Nummer 20 für Tom Rothe. Zack, abgegeben. Herzlich willkommen, Tom. Geil, Mann. Fühle ich. Und ich sehe einen weiteren Spieler, den ich ziemlich spannend finde, und das ist Paul Nebel. Sein Vertrag läuft Ende des Jahres aus und er hat schon ein paar Angebote oder Anfragen von allen möglichen Vereinen, zum Beispiel von Dortmund, von Leipzig, von Atalanta Bergamo, von Wolfsburg. Ich würde sagen, wir stellen uns da einfach mal an. Ich glaube nicht, dass er zu uns wechseln würde, weil er einfach viele bessere Angebote hat. Dennoch werden wir es einfach mal versuchen und einen Vertrag anbieten. Ich meine, ja. Versuchen kann man es immer, ob es dann am Ende was wird. Das sehen wir dann. Und ich sehe hier gleich den nächsten spannenden Spieler. Das ist Elijah Moriba. Der wird teuer werden, was das Gehalt angeht, aber der spielt bei RB Leipzig überhaupt nicht. Ist sehr unzufrieden da. Kostet 11,25 Millionen Euro. Ist sehr, sehr, wie gesagt, sehr, sehr talentiert. Zumindest war es in den letzten FMs, war, glaube ich, im vorletzten FM einer der besten Spieler, den man da so haben konnte. Ja, weiß ich nicht. 11 Millionen Euro. Ich glaube, da finden wir noch einen anderen, der besser ist. Wir können uns auch einen neuen Keeper holen mit Dennis Seimer. Wir haben mit Jonas Urbich jemanden, der, ja, der auf jeden Fall gut genug ist. Ich scroll hier einfach nochmal ein bisschen unsere Vorschläge durch. Smolcic haben wir auf der Liste. Wir haben einen Rechtsverteidiger, Nathanael. Der sieht richtig stark aus. Anfragen von allen möglichen Vereinen, zum Beispiel auch vom HSV. Wollen wir bei Nathanael mit in den Poker einsteigen? Oder finden wir da einen besseren? Komm, wir steigen mal mit ein. Wir können es ja so halten wie bei allen anderen auch. Wir feuern einfach mal Angebote für alle möglichen Spieler raus und gucken dann, ob es funktioniert. Auch Kenneth Schmidt zum Beispiel ist bei uns mit auf der Liste. Junger deutscher Innenverteidiger, auch interessant. Merlin Röhl vielleicht für die 6, auch großer Spieler. Schneller Spieler. Loic Badé haben wir noch mit dabei. Ilias Akomach. Meschak Elia ist auch, das ist auch ein spannender Spieler. 19 bis 28 Millionen ist natürlich einigermaßen teuer, aber schnell, ja, schon 27 Jahre alt. Also wenn, dann möchte ich natürlich Spieler holen, die sich im besten Fall dann auch entwickeln können. Ich scroll jetzt einfach mal alle durch, die wir schon auf unserer Liste haben. Auch Luca Oyen mit Ausdauer 4, weiß ich aber nicht. Er kann 20 Minuten spielen und dann war es auch schon wieder. Ivanildo Mendes, also viele Spieler mit sehr viel Potenzial, die uns hier von unseren Scouts angeschleppt werden. Carlos Baleba, leider zu teuer, dass wir natürlich jemand, den ich sehr gerne geholt hätte. Brandon Aronson, ja, auch ein guter Mann, aber auch der ist ein bisschen zu teuer. Arsen Sakarian, das wäre ein Banger, der ist auch auf der Leihliste, ne? Oh, der ist spannend. Können wir uns überlegen, den vielleicht zur Leihe zu holen? Er könnte rechts spielen zum Beispiel, ne? Könnte, ja, wobei da spielt halt schon Thielmann. Er kann auch links, vor allem im Zentrum. Der müsste Mesala spielen bei uns. Also die Leihe wäre auch nicht wirklich teuer. Der würde als Rotationsspieler kommen. Kostet monatlich 250.000 Euro bis Saisonende. Ja gut, dann sind wir schon 1,5 Millionen Euro los für die Leihe. Weiß ich nicht, ob das so unbedingt sein muss. So, dann wurden uns hier noch weitere Spieler vorgeschlagen. Zum Beispiel den Verteidiger Igor Diveyev, der laut Scouts im ersten Eindruck eine sehr, sehr gute Fähigkeit hat. Und auch ein ziemlich gutes Potenzial, 25 Jahre alt. Es ist eben wieder so ein Typ Holzfuß-Innenverteidiger, ne? 14 Länderspiele für die russische Nationalmannschaft. Geboren in Ufa. ZSK Moskau hat Inter Mailand ihn für 7,5 Millionen Euro geholt. Lass uns da auch mal nachfragen. Die 8 Millionen Euro bieten wir den auch mal. Den scouten wir dann nochmal bis zu Ende und schauen ihn uns an. Wen ich ebenfalls sehr interessant finde, ist Josip Juranovic. Der ist zwar schon 29 Jahre alt und damit vielleicht nicht so ganz in unserem Beuteschema, aber das ist jemand, der Standards
schießen kann. Ne? Und so einen haben wir, soweit ich das drauf habe, nicht unbedingt im Kader. Ja, Flanken 14 ist halt auch krass. Der würde bei uns eine inverse Rolle spielen. Ne? Also das würde nicht so hundertprozentig auf seine Stärken passen. Deswegen müssen wir uns überlegen, ob das tatsächlich so das ist, was wir machen wollen. Aber ja, wäre eine Idee. Akpoguma ist auch eine Idee. Das ist sogar eine interessante Idee. Okay, Leute, ich würde sagen, ich scroll einfach noch mal ein bisschen alleine weiter und melde mich dann wieder, wenn es was zu melden gibt. Sonst artet das hier noch aus. So, Leute, ich habe jemanden gefunden, den man auch aus der Bundesliga kennt. Jens Steig wird da, glaube ich, ausgesprochen. Ist nicht wirklich teuer, ist 28 Jahre alt und kann halt alles spielen, ne? Oh, Junge. Den zum Beispiel, hear me out, Jens Steig als rechter Flügelverteidiger oder inverser Flügelverteidiger, der zieht ins Zentrum und spielt da quasi auf der Achterposition. Da hat die Spieleigenschaft, geht in den gegnerischen 16er und hat dabei die Größe mit 1,87 und eben auch die Kopfballtechnik, um dann Tore zu machen. Das wäre ein torgefährlicher rechter Flügelverteidiger, also inverser Flügelverteidiger. Ist zwar schon 28 Jahre alt, wir haben ja eh so ein Dehn-Theme bei uns am Start. Ich glaube, das finde ich richtig geil. Da mache ich ein Angebot, auf jeden Fall. Den finde ich spannend. Hat definitiv auch Bundesliga-Format. Ich biete einfach mal so 2,5, mal gucken, was Werder sagt. Finden sie gar nicht so verkehrt. Dann bieten wir mal 2,9. Okay, die wollen 5,5 haben. Okay, sie haben mein Angebot abgelehnt. Dann gehe ich nochmal ein bisschen hoch auf 4,1 Millionen oder 4,1 Millionen und dann gucken wir mal, was daraus wird. So, und dann habe ich den nächsten Spieler gefunden, den ich sehr gerne holen würde, Fabian Rehse. Ich war dieses Jahr in Berlin im Stadion, als der HSV Pokal da gespielt hat und wir wurden von diesem Mann alleine auseinandergenommen, haben keine Antwort auf Fabian Rehse gefunden. Ich weiß nicht, was er kosten soll, der gute Fabi. Ich frage mal. Okay. Ich denke, der würde ungefähr so viel kosten, wenn wir mal 10 Millionen glatt bieten. So. 11,75 Millionen Euro. Der kostet ungefähr so viel wie Jan-Niklas Beste. Und ich glaube, also das werde ich jetzt nicht in dieser Folge entscheiden. Ich glaube, das ist, also wir werden aus dieser Transferphase auf jeden Fall zwei Folgen machen. Das hier ist Part 1, nächste Folge ist Part 2. Meine Frage an euch ist jetzt schon mal, wen sollen wir holen? Fabian Rehse oder Jan-Niklas Beste? Schreibt mir das sehr gerne in die Kommentare. Ich bin da gespannt auf eure Meinung, wenn ich jetzt nochmal weiter nach einem Sechser gucke. Auch sonst könnt ihr mir da natürlich sehr gerne eure Gedanken zu den Transfers, die ich ja so mache, in die Kommentare schreiben. Und also allein aus dem Grund, dass wir die Transferphase heute nicht abschließen, kann ich dann auch darauf reagieren und quasi euch als meine Scouting-Abteilung hier mit dabei haben. Und das ja mit euch in Abstimmung entscheiden, was irgendwie auch so ein bisschen Druck von mir nimmt. Finde ich auch gar nicht so schlecht. So, und jetzt schaue ich nochmal nach einem guten Sechser. So, für den Rechtsverteidiger Nathanael haben wir jetzt mal ein Angebot gemacht. Vertrag akzeptiert er so. Mal gucken, ob er sich dann für uns entscheidet. Und auf Fabian Rehse werde ich erstmal verhandeln. Fabi möchte die Rücknummer 9 haben, die ist zurzeit verfügbar. Dann meinetwegen. Okay, 2,30 Millionen Euro möchte er verdienen. Ausstiegsklausel bei Abstieg 8 Millionen, aber das wird, wie gesagt, nicht passieren. Ja, also Gesamtpaket 11,75 plus 2,30 Millionen Euro Gehalt. Und bei Beste wären es 10 Millionen plus 2,1 Millionen Gehalt. Er ist ein bisschen günstiger und ein Jahr jünger halt. Ne? Also zwei sehr, sehr, sehr ähnliche Spieler, auch wenn man sich mal so ihr Profil anguckt. Beide können auf beiden Seiten spielen, beide können Linksverteidiger spielen. Beste kann noch eher Linksverteidiger spielen als Rehse, aber da haben wir dann, wie gesagt, ja Tom Rothe noch mit dabei. Das heißt, da bräuchten wir im Zweifel niemanden. Inter will 8 Millionen Euro, das akzeptieren wir so, das ist in Ordnung. Und dann gucken wir mal, was der Diveyev verdienen möchte. Beginnen wir damit die Verhandlung. Möchte Rotationsspieler sein, möchte Deutsch lernen. Der will, dass wir einen neuen Stürmer holen, das werden wir so oder so machen. Das ist erstmal soweit okay. So langsam müssen wir mal aufpassen mit unserem Gehaltsgefüge. Das wird hier langsam ein bisschen wild. Okay, mit Diveyev konnten wir uns jetzt erstmal nicht einigen. Ist aber, glaube ich, auch nicht so schlimm. Den hätte ich, glaube ich, eh nicht genommen. Augsburg macht ein Angebot für Steffen Tigges. Die wollen 1,7 bezahlen. Lass uns mal versuchen zu verhandeln. 2,6 vielleicht. Nehmen sie an! Okay, insgesamt 3,6 Millionen Euro für Steffen Tigges ist absolut cool. Absolut cool. Aber warte mal. Er hat kein Interesse daran, zu Augsburg zu wechseln. Lass ihn mal überreden. Es ist nicht großartig, das Angebot. Sie haben mich nicht überzeugt. Okay, ich bin immer noch bereit, Gespräche zu führen. Ich werde mir anhören, was sie bieten können, aber auf dieser Grundlage eine Entscheidung treffen. Schauen wir mal. Steffen Tigges würde ich natürlich sehr, sehr, sehr gerne verkaufen. Also, Can Uzun ist der zweite Spieler, den wir dann in diesem Transferfenster holen. Transfer ist damit abgeschlossen. Und was wir direkt machen werden mit Can Uzun, ist, ihn auf die Leihliste zu stellen, denn noch ist er nicht ganz gut genug, um eine Stammspieler oder ja, um irgendeine Rolle hier im Kader zu übernehmen. Deswegen schicken wir ihn direkt mal runter in die zweite Liga hoffentlich. Soll da Stammspieler spielen, schauen wir mal, ob es da jemanden gibt, der ihn gerne verpflichten würde. Also wenn es dann direkt wieder Nürnberg wäre, wäre ich voll zufrieden. Wir haben hier ein Angebot von Regensburg für Justin Deal. Da soll der Schlüsselspieler sein. Zweite Liga spielen finde ich absolut cool. Find
finde ich sogar richtig gut. Der wird hier in der Bundesliga nicht so wirklich viel spielen, soll auch da nochmal ein bisschen Spielpraxis in der zweiten Liga sammeln und dann gestärkt zurückkommen. Nicola Soldo wird uns wahrscheinlich verlassen. Martel, da gibt es Fortschritte in der Entwicklung. Werder Bremen möchte, was möchten die haben? 1,8, 1,7, insgesamt 4,6. Nach 50 Spielen nochmal 700.000 und 35.000 pro Ligaeinsatz für die ersten 10 Spieler. Gehen wir nochmal 300.000 Euro runter. Das ist ein Deal. Okay. Stay ist erstmal unsicher bezüglich der Verhandlung. Er möchte Starspieler sein. Das ist schon mal ein bisschen kritisch, ehrlich gesagt. Ja, gucken wir mal. Okay. Ja, dann nehmen wir das so erstmal an. Das müssen wir leider rausnehmen. Ich glaube, wir müssen das Transferbudget mal etwas in Richtung Gehaltsbudget anpassen. Beziehungsweise die beiden Budgets. Und dann können wir mit Jens verhandeln. 2 Millionen Euro glatt nimmt er erstmal an. Erstmal Vertrag bis 2027. Er ist halt der perfekte Kaderspieler. Ne? Also ich glaube, den möchte ich so oder so holen, egal was passiert. Wenn sich jemand verletzt, ich tippe mal, dass wir jetzt danach der Transferphase einen einigermaßen dünnen Kader haben werden. Ja, deswegen ist es da immer gut, so ein Stay mit dabei zu haben. Ut beendet die Karriere nach der Saison. Ist auch leider kein guter Assistenztrainer. Können wir vielleicht trotzdem überlegen, den eventuell dann in den Mitarbeiterstab zu übernehmen. Den finde ich spannend. Tilo Kehrer ist ebenfalls bei uns auf der Liste gelandet. Scouting läuft noch. Das ist halt jemand, der auch ein bisschen mit dem Ball umgehen kann. Ne? Der kann sowohl Sechser spielen als auch Innenverteidiger. Kommt ursprünglich von Stuttgart, dann viel bei Schalke gespielt, dann nach England gewechselt. Ja, da werden wir auf jeden Fall mal ein Angebot machen für diese 14,5 Millionen Euro. Mal gucken, ob du Bock hast, zu uns zu wechseln. Auch bei Mario Vuškovic bin ich interessiert. Auch ein sehr, also ein technisch guter Innenverteidiger. Ist auch jemand, der mal aus der Entfernung abziehen kann. Und der ist noch mal ein bisschen günstiger als ein Kehrer. Ist aber wahrscheinlich dann auch nicht so gut. Brian Hill ist halt auch im Angebot, ne? Also auf links außen. Hill für Kainz wäre absolut eine Idee. Hat Flair, ne? Also das ist so ein Trickser auf der linken Seite. Das finde ich sehr, sehr, sehr spannend. Schauen wir mal, ob das vielleicht was wird. Ich glaube, zum Abschluss werden wir heute, ja hier, ich habe nochmal versucht, ein Angebot für Anton Stach zu machen, aber da möchte ich eben nicht zu uns wechseln, weil wir in der Liga nicht so gut dastehen. Kehrer ist sehr interessiert. Okay. Problem ist nur, Kehrer wurde durch das englische Gehalt etwas versaut und möchte da 4,5 Millionen Euro haben, was natürlich ziemlich krass ist. Er möchte, dass wir uns dann für den internationalen Wettbewerb qualifizieren. Gucken wir mal, was. 6 Millionen Euro haben. Okay, alles klar, Tilo. Sorry, das geht leider aktuell noch nicht. Wir können uns das Gehaltsgefüge noch nicht so krass sprengen. Können wir vielleicht dann irgendwann in der Zukunft machen, aber aktuell ist das eben noch nicht drin. Dennis Hussein Basic kommt. Als Ergänzungsspieler erstmal. Damit haben wir eine zumindest mal für alle Positionen im Mittelfeld eine zweite Option. Hussein Basic wird auf jeden Fall nicht sofort Stammspieler sein. Ich denke, Ergänzungsspieler passt da erstmal ganz gut. Gute, wie gesagt, eine gute Option fürs Mittelfeld. Entwickelt sich hoffentlich dann auch nochmal ganz gut. Der hat noch ein bisschen Potenzial, 4-Sterne-Fähigkeit. Das ist ja vor allem der Grund, aus dem ich ihm auf gar keinen Fall gehen lassen wollte, weil er eben Potenzial hat und weil ich darauf nicht verzichten wollte. Ja, so, Justin Diehl geht damit zur Leihe nach Regensburg. Sehr gut. Wird sich hoffentlich gut entwickeln. Und Paul Nebel geht nicht zu uns, sondern wechselt zu Borussia Dortmund. Na, ist vielleicht dann auch verständlich. Wobei ich nicht weiß, was Borussia Dortmund, ganz ehrlich, was die mit Paul Nebel wollen. Ergänzungsspieler? Keine Ahnung. So, damit haben wir unseren zweiten Transfer abgeschlossen. Jens Day kommt für 3,2 Millionen Euro. Insgesamt 4,3 Millionen. Das ist ein richtig, richtig, richtig guter Deal für einen Spieler, der uns in jedem Bereich des Spielfelds absolut weiterhelfen wird. Bin ich sehr zufrieden. Es könnten jetzt allerdings zu viele Verteidiger im Kader sein, sagen die Fans. Finde ich gar nicht mal unbedingt. Olesen macht sich Sorgen darüber, dass Jens gekommen ist. Ja, Bruder, du musst halt kämpfen. Ne? Du musst dir um deine Einsatzzeiten schon Sorgen machen. Jeder, der hier spielt oder jeder, der im Kader ist, hat die Chance zu spielen. Dadurch, dass wir Transfers machen können, kommen halt auch wieder neue Leute rein. Muss er mit leben. Also Stay würde ich jetzt erstmal als erste Option auf der Rechtsverteidigerposition spielen lassen, der ja in Vers spielt. Insofern, ja, das passt einfach. Das passt so verdammt gut, ne? Das passt so verdammt gut. Damit werden wir auf jeden Fall ein bisschen offensiver. Ein ganzes Stück offensiver sogar, aber mit der Qualität, die wir jetzt in den nächsten Wochen und Monaten im Kader dazu gewinnen werden, ja, ist es absolut okay. Ich bin übrigens auch komplett offen dafür, Martel eine Position tiefer zu stellen, weil der eigentlich genau der Spielertyp ist, den ich für diese Sechserposition hier suche. Der hat ja sogar die Rücknummer 6. Passt insofern auch ziemlich gut. Der hat ja das Stellungsspiel, der hat Tackling, der hat Deckung, Kraft hat er, der ist groß und so. Deswegen hätte ich auch kein Problem damit, jetzt hier noch einen Achter zu suchen, nämlich einen Box-to-Box oder sowas, der in dieser Rolle gut wäre. Wir haben im Transferbudget ja auch weiterhin noch 42 Millionen Euro. Also können da immer noch richtig viele Transfers machen. Also jetzt kriegen wir hier einige Spieler. Gaut Auto
finde ich jetzt so rein von den Attributen nicht so spannend. Paul Wanner ist wahrscheinlich ein bisschen zu teuer. Facundo Krupski, den kennen wir noch aus unserem Almirante Brown Safe. Den scouten wir mal weiter. Thomas Schwanchara sieht richtig gut aus. Der sieht wirklich sehr, sehr, sehr gut aus. 24 Jahre alt, groß, kräftig, guter Abschluss, Nervenstärke ist okay. Flair hat er sogar ein bisschen. Teamwork, Einsatzfreude, Aggressivität. Geiler Typ, ey. Max Mörstedt nicht so gut hier in diesem Safe, überraschenderweise. Jamie Bino Gittens, den schauen wir uns nochmal bis zu Ende an. Dann haben wir Yannick Haber, auch der wurde von euch vorgeschlagen. Das wäre zum Beispiel so dieser Box-to-Box-Spieler, den wir vielleicht suchen, ne? Hat nicht, vielleicht nicht so ganz die Qualität. Thilo Kehrer, den werden wir nicht bekommen. Brian Hill finde ich immer noch spannend. Auch da ist die Einsatzfreude okay. Ich hätte sogar gedacht, dass die noch ein bisschen schlechter ist, aber den scrollen wir auch mal weiter. Taiwo Awoni wäre eine weitere richtig geile Option für den Sturm. Spielt halt bei Nottingham, verdient er einigermaßen viel Geld und ist schon 27 Jahre alt. Gucken wir mal, ob das der Spieler ist, den wir haben wollen. Martin Baturina fände ich auch cool, aber ob der kommen will, weiß ich nicht. Dann haben wir uns noch einen Schweizer angeguckt. Castriot Imeri, ja, der ist auch nicht so übel. Und dann eben Atakan Karasor als Abräumer für die Sechserposition. Schauen wir mal. Und jetzt kommt der Kader wieder zu mir und sagt, dass ich Matthias Olesen versichern sollte, dass er nicht ersetzt wird. Eieieiei. Das ist ja echt pathetic, würde man auf Englisch sagen. Warum kommen Sie Matthias Olesen nicht entgegen und sagen ihm, wie gewünscht, mehr Spielzeit zu? Ich mache nur das, ich bin ehrlich, ich mache nur das, was meiner Ansicht nach das Beste für das Team ist. Und das bedeutet im Augenblick, den Fokus mehr auf das Team zu legen, anstatt sich um Einzelne zu kümmern. Genau so ist es. Jan Thielmann ist erfreut, der Rest ist enttäuscht. Wie können Sie behaupten, im Interesse mit der Mannschaft zu handeln, wenn Spieler unzufrieden sind? Das ist so eine blöde Logik. Macht gar keinen Sinn. Ich dulde unprofessionelles Verhalten nicht. Es freut mich, dass einige von euch das verstehen, aber der Rest muss sich zusammenreißen und anfangen, auf mich zu hören. Sie haben damit nur noch mehr Zweifel gesät, ob sie der Richtige sind, dieses Team zu trainieren. Wir verlieren zusehends das Vertrauen in ihre Fähigkeiten. Ist mir jetzt völlig egal. Die nerven mich. Ich bin sehr enttäuscht. Das war eine Gelegenheit, Probleme aus dem Weg zu räumen, aber ich musste feststellen, dass ich äußerst unprofessionelle Spieler unter meinen Fittichen habe. So, bam. Die sind unzufrieden. Ist mir egal. Dann gehen die. Dann verkaufe ich die. Transfersperre ist durch. Dann müssen die leider gehen. Wenn die nicht damit einverstanden sind, wie der Trainer die Mannschaft führt, dann ist es nicht mein Problem. Dann ist es nicht mal. Ich handle im Sinne des Vereins und wenn die jetzt ankommen und um mich nerven, dann sorry. Dann sind wir nicht auf einer Wellenlänge und dann müssen wir uns da an der Stelle vielleicht trennen. Und da habe ich dann auch an der Stelle gar kein Problem mit. Ist das unprofessionell, ne? Weil Matthias Olesen kommt und sagt, dass er irgendwie leicht unzufrieden ist, weil er vielleicht ersetzt werden könnte. Kommen jetzt alle zu mir und jammern rum. Matthias Olesen, der hat in der gesamten Hinrunde. Wollen wir mal schauen, wie viele Spiele Matthias Olesen in der Hinrunde gemacht hat? Der hat 13 Spiele gemacht. 13 Spiele. Der stand 7-mal in der Startelf, wurde 6-mal eingewechselt. Und jetzt kommt er zu mir und sagt, er macht sich Sorgen, dass sein Stammplatz gefährdet werde. Welcher Stammplatz, Bro? Und was ist mit der Mannschaft los? Ich muss durchatmen. Beste verschieben wir nochmal. Einmal dürfen wir noch. Und dann machen wir jetzt hier zum Abschluss noch das Spiel gegen Frankfurt. In der nächsten Folge schließen wir dann die Transferphase ab. Ihr könnt mir, wie gesagt, sehr gerne sagen, was ihr von den Deals haltet, die ich bisher so gemacht habe oder die ich bisher so vielleicht machen werde. Ja, und dann gucken wir nochmal, wie wir weiter verfahren. Und dann gucken wir vor allem, wie sich unsere Diven im Kader weiterhin verhalten. Ne? Es gibt hier doch jetzt einige Spieler, die sehr unzufrieden sind. Was natürlich, also für unseren Spielstand ist es richtig blöd, was logisch ist. Deswegen lasse ich auch direkt mal Marc Uth spielen, weil Davy Selke mich nervt. Ich mache jetzt hier Tabula Rasa. Kilian raus. Ja, ich kann Kilian leider nicht rausnehmen. Ich habe keinen anderen Innenverteidiger. Also wer auf jeden Fall reinkommt, ist Tom Rothe. Das ist schon mal klar. Kainz ist auch noch okay drauf. Olesen ist genervt. Aber so, spielt Stay im Mittelfeld. Olesen geht raus und dafür kommt dann Rasmus Carstensen rein. Der darf dann gerne wieder Rechtsverteidiger spielen. Erik Martel ist ebenfalls genervt. Das finde ich blöd, aber der muss leider spielen. Dann machen wir das mal so gegen Frankfurt. Ich bin auf die Leistung von Stay gespannt, ich bin auf die Leistung von Rothe gespannt. Rothe muss ich auch denken, what the fuck, wo bin ich denn hier hingekommen? Was eine Stimmung hier im Kader. Naja, da muss er durch. Wir gehen mal rein in das Spiel gegen Frankfurt. Können noch einen weiteren Ersatzspieler mitnehmen. Da wählen wir dann mal ein paar Karade aus. Torwart haben wir. Sehr gut, Torwart haben wir mit dabei. Und dann gucken wir mal, wie wir hier gegen Frankfurt spielen. Stay kriegt die 19, Husin Basic kriegt die 23, Rücknummer 9 müssen wir eventuell für Fabian Reese reservieren. Alright, es ist Zeit, diesem negativen auf ein Ende zu setzen, geht er raus. Oh, macht das wahr. Rein da. Die erste Viertelstunde sieht nicht so gut aus, oder die ersten 20 Minuten. Wir haben wenig Ballbesitz. Frankfurt ist hier deutlich spielbestimmt. Ja, es läuft noch nicht so gut. Ich werde die Jungs mal versuchen zu ermutigen. Kopf hoch. Und dann werden wir mal ein bisschen offensiver. Ich stelle die beiden als inverse Außenstürmer ein. Frankfurt spielt nämlich mit Fünferkette. Vielleicht können wir damit die beiden äußeren Innenverteidiger ein wenig aus der Position ziehen. Schauen wir mal, zumal Jens Day ja auch mit in den Sturm geht dann. Oder mit in den Strafraum geht. Wir haben nicht genug Schüsse abgegeben. Das ist enttäuschend. Komm, weiter.
54 Minuten. Jetzt haben wir mal das erste Highlight dieses Spiels. Tom Rothe mit der Flanke am zweiten Pfosten. Steht Thielmann mit dem Kopf. Knapp drüber. Erste schöne Aktion von Rothe, der hier ein ganz gutes Spiel macht. Bester Mann auf dem Platz direkt. Neuzugang, 6 progressive Pässe, 40 angekommene Flanken und 85% Passquote. Sehr, sehr, sehr stark. Dann lass uns mal nochmal Davy Selke bringen. Der spielt mal einen Zielspieler, glaube ich. Damit Tom Rothe nochmal ein bisschen mehr Optionen für Flanken hat. Dann würde ich ganz gerne auch über links spielen. Rothe macht ein gutes Spiel, dann soll der den Ball so oft wie möglich bekommen. Florian Kainz macht hingegen ein sehr schlechtes Spiel. Dann kommt dafür mal Farid Alidou rein. Der soll das über die linke Seite mal machen und Rasmus Carsten, macht das auch nicht gut. Naja. Achso, ich weiß gar nicht, warum ich Hübers nicht aufgestellt habe. Und dafür Kilian. Kilian ist unsicher, dann stellen wir mal Hübers auf, der ebenfalls unsicher ist. Dann versuchen wir nochmal mit einem kleinen Gespräch zu versuchen. Hier, kein Druck, Jungs. Hübers ist damit ein bisschen entspannter. Sehr gut. 25 Minuten haben wir jetzt noch. Ein Punkt hier auswärts in Frankfurt wäre halt auch okay. Aber wir sind auf Platz 13. Wir müssen langsam mal Spiele gewinnen, um uns da ein bisschen hinten rauszukämpfen. Ich habe keine Lust auf eine weitere Saison Abstiegskampf. Das muss nicht sein. 13 Minuten noch zu spielen und Frankfurt kommt über Larsson und Obispo. Das ist Jessica Ngankam mit dem Ball auf Omar Mamouchen. Es gibt Elfmeter. Es gibt Elfmeter für Frankfurt. Ja, Elfmeter wird gegeben. Jessica Ngankam gegen Jonas Urbig. Ngankam läuft an, Urbig hält nicht. Wird in die falsche Ecke geschickt. Frankfurt führt hier mit 1-0. Ich muss die Mannschaft nochmal ermutigen. Und so langsam werden wir dann auch ein Problem im Vorstand bekommen, denke ich mal. Der, also jetzt, wo wir dann wieder Richtung Abstiegskampf taumeln, wird es immer schwieriger werden. So, wir bringen mal Hussein Basic, Jens Day geht dafür auf die 10. Ich merke immer mehr, wie praktisch es ist, den mit dabei zu haben. Und Linden Meiner kommt mal auf rechts außen. Und dafür werden wir ein bisschen offensiver und versuchen höher zu pressen. In den letzten 8 Minuten hier noch irgendwie was zu machen. 5 Minuten Nachspielzeit. Frankfurt baut das Spiel von hinten auf. Pacho. Zurück auf Kevin Trapp. Trapp auf Tuta. Ja, Pressing da vorne scheint ganz gut zu funktionieren. Skiri kann sich jetzt aber mit einem Lauf aus dem Pressing lösen. Götze, Ngankam, Mamouche, Hübers ist dazwischen und Ballgewinn für uns. Lindenmeiner über rechts. Dribbelt ins Zentrum. Ja, findet Farid Alidou. Das ist ein schöner Ball. Alidou im Zentrum steht. Davy Selke. Ausgleich 91. Minute. Und das war ein ganz wichtiges Tor. Das war ein richtig, richtig, richtig wichtiges Tor. Das wäre unsere 4. Niederlage in Folge gewesen. Davy Selke rettet uns jetzt hier. Wahrscheinlich. Es sind ja noch 4 Minuten zu spielen. Das Ding ist noch nicht 100%ig durch. Schöner Ball von Lindenmeiner da. Ein richtig geiler Ball auf Farid Alidou. Und der macht das auch richtig gut. Der Ball prallt hier noch von Tuta ab. Genau auf den Fuß von Davy Selke. Jetzt bin ich nicht defensiver geworden. Das könnte... Oh, das könnte ein Fehler gewesen sein. Das könnte ein Fehler gewesen sein. Baum. Elias Baum. Flanke kommt. Urbig mit einer Faust, Larsson, Mamouche. Oh, bitte nicht. Oh, Urbig ist da. Wichtig, Junge, wichtig. Ecke Frankfurt, 93. Ich gehe jetzt mal runter auf ausgewogen. Ball wird geklärt. Götze, Larsson. Und das müsste es gewesen sein. Larsson nochmal auf links. Bringt den Ball auf Pacho. Götze im Strafraum, Skiri aus der Entfernung vielleicht. Wieder Pacho und damit... Stehen wir eigentlich wieder einigermaßen sortiert. Wollstadt. Oh, was für eine Chance. Baum. Und der Ball ist aus dem Spiel. Einwurf für uns. 95. Nochmal ein Freistoß von Tom Rothe. Das dürfte es gewesen sein. Ich denke nicht, dass daraus noch eine große Chance resultiert. Flanke kommt. Hussein Basic. Meiner nochmal über den Flügel. Könnte ihn reinbringen. Carstensen. Carstensen mit Platz. Carstensen! 96. Minute! Rasmus Carstensen macht ein ganz schlechtes Spiel hier. 6,2 Bewertung, aber jetzt ist er da, Mann! Jetzt ist er da! Last-Minute-Tour von uns. Erster Ausgleich jetzt in der 96. Minute. Das 2:1 gegen Frankfurt, Mann. Meiner wieder mit der Vorlage. Carstensen hat einfach viel zu viel Zeit und der Schuss ist richtig gut. Und damit gewinnen wir dieses Spiel, ey. Tore in der 91. und 96. Minute und der 1. FC Köln ist wieder da. Es hat zwar nur, es haben zwei der neuen Transfers gespielt. Tom Rothe war in beiden Aktionen beteiligt. Na gut, in der zweiten hat er den Freistoß geschossen zumindest.
Aber sonst hat er ein richtig gutes Spiel gemacht und wir sind natürlich sehr zufrieden damit. Obwohl die Mannschaft unzufrieden ist, obwohl es wieder Drama im Kader gab und obwohl unsere ganzen neuen Transfers noch nicht da sind, haben wir dieses Spiel gegen Frankfurt gewonnen. Das nächste Spiel haben wir dann in der nächsten Episode gegen den HSV. Wir schauen nochmal, was es hier für... Ja, Selke beendet die Torflaute. Das ist so wichtig. Das ist so wichtig. Alidu gut in Form. Sehr gut. Die Wechsel haben extrem gut funktioniert. Osnabrück holt Kujovic, aber das ist in Ordnung. Also wir haben einige Transfers in der Pipeline. Schwanscharer könnte kommen. Rese oder Beste könnten kommen. Wie gesagt, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Mal gucken, ob das mit Nathanael was wird. Und dann haben wir in der nächsten Episode natürlich wieder richtig viel zu tun. 42 Millionen Euro sind noch über. Wenn Rese oder Beste kommen, sind es immer noch 30 Millionen, mit denen wir dann arbeiten können und uns auf diversen Positionen verstärken können. Bin gespannt, was dann passiert. Hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Es war so eine kleine Hands-on-Folge. Einfach mal mir zu gucken, wie ich hier im FM mich wild durch die Gegend klicke. Ja, also Leute, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Rote muss ich auch denken. What the fuck, wo bin ich denn hier hingekommen?